Hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir uns neulich die Crew angeguckt haben, schauen wir uns heute schon wieder ein Stichspiel an. Und schon wieder ein ziemlich cooles Stichspiel, nämlich Der Fuchs im Wald. Das Besondere ist, dass es ein Stichspiel für genau zwei Personen ist. Und das ist vergleichsweise ungewöhnlich, denn die meisten Stichspiele sind ja mindestens für drei Personen. Und um es kurz zu machen, ich finde, es ist ein ziemlich cooles Stichspiel für zwei Personen, obwohl es echt einige redaktionelle Mängel gibt, wo ich sage, naja, das hätten wir jetzt auch ein bisschen besser machen können. Worum geht's? Wir haben drei verschiedene Farben und ja, Ziel des Spiels ist es, die meisten Punkte zu bekommen. Und wer eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, also man spielt mehrere Runden, wer nach mehreren Runden eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Und damit kommen wir auch direkt zum besonderen Kniff, denn anders als bei vielen anderen Stichspielen ist es nicht Ziel des Spiels, möglichst viele Stiche zu machen, sondern man muss gucken, dass man entweder gar keine Stiche macht, weil dann bekommt man relativ viele Siegpunkte, oder nur eine bestimmte Anzahl von Stichen. Wenn man zu viele Stiche macht, dann gilt man als gierig und geht leer aus und ja, das ist schlecht, denn wie gesagt, man braucht ja eine bestimmte Punktanzahl, um das Spiel zu gewinnen. Neben den drei normalen Farben gibt es auch noch Sonderkarten, die bestimmte Eigenschaften haben und die geben dem Spiel nochmal zusätzlichen Reiz und die sind auch wichtig. Die sorgen jedoch auch vielleicht manchmal dafür, dass das Spiel so ein bisschen ja, chaotisch wird, vor allem weil es zum Beispiel eine Karte gibt, die es erlaubt, die Trumpffarbe zu ändern. Und dadurch ja, muss man schon so ein bisschen mitdenken und man muss oder sollte das Spiel auf jeden Fall auch häufiger spielen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn diese Sonderkarten so machen und wann man sie ausspielen sollte und ja, was geschickt ist, wie man mit denen umgeht. Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, stelle ich einfach mal drei vor. Eine habe ich ja schon gesagt, der Fuchs ändert zum Beispiel die Trumpfkarte. Bei der 7 bekommt einfach derjenige, der den Stich gewinnt, noch einen Zusatzpunkt. Bei der 1 darf derjenige, der den Stich verloren hat, also wenn man diese Karte ausspielt und den Stich verliert, trotzdem als nächstes ausspielen. Und ja, zum Beispiel die 9, die Hexe, gilt in der Regel immer als Trumpffarbe. So, ich habe gesagt, das Spiel hat schon noch so ein paar redaktionelle Mängel. Was meine ich damit? Naja, zum einen nervt es mich tierisch, dass auf diesen Karten immer nur auf einer Seite die Werte angebracht sind. Also warum macht man das nicht auf allen vier Kanten? Ja? Selbst hier auch bei diesen Sonderkarten, finde ich, hätte man das irgendwie nochmal tun können, hat nämlich den Nachteil, dass wenn die Karten ausgeteilt werden, man erstmal da sitzt und anfängt, diese ganzen Karten zu sortieren und das bremst einfach so den Spielfluss und das ist schade, weil es wie gesagt ein gutes Spiel ist, ja, aber das ist einfach ein Hemmnis. Das zweite, was mich stört, ist, dass es ein relativ hoher Preis ist, finde ich, für 20 Euro, ja, dafür ist hier gar nicht so viel drin, das sind ein paar Spielkarten drin. Und dann hier so ein paar Marker, Siegpunkte-Marker und das war es auch schon. Ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, was so ein Amigo-Spiel kostet, die sind in der Regel irgendwie so bei 10 Euro. Also für 20 Euro finde ich das schon ganz schön viel. Und das Letzte, was mich doch auch stört und was ich irgendwie auch festgestellt habe, wenn ich das Spiel neuen Personen beibringe und auch Leuten, die vielleicht nicht so viel Spielerfahrung beibringe, diese Kartenbeschreibungen, auch diese Anleitung ist ganz schön kompliziert formuliert und ist irgendwie nicht intuitiv formuliert. Ich kann mir denken, warum das gemacht wurde, weil man nämlich wahrscheinlich alle Fälle abdecken wollte, also auch schon in der Textbeschreibung, aber dadurch wird das echt auch nochmal zäh und schwerfällig. Da wäre es vielleicht ein bisschen eleganter gewesen, zum Beispiel auf den Spielkarten einfach eine kurze, aber eingängige Beschreibung zu verwenden und dann hier auf diesen Kartenübersichten, die jeder Spieler nochmal hat, tatsächlich dann vielleicht auch die ausführliche Beschreibung, wo man das dann nochmal sich nachlesen kann. Ja, aber ansonsten ist natürlich super, dass diese Wertungs- oder diese Karten beiliegen, vor allem auch nochmal die Wertungsübersicht, die hilft schon, wenn die jeder Spieler vor sich liegen hat und genau, das ist irgendwie gut.
Gut ist übrigens auch das Spielgefühl, denn man muss sich schon überlegen, ja, was mache ich denn jetzt mit meinen Karten? Also spiele ich eher auf wenige Spiele, Stiche oder eher auf viele Stiche? Und man darf dem Gegner das jetzt vielleicht auch nicht zu früh wissen lassen, denn der versucht dann natürlich einen irgendwie reinzureiten und dafür zu sorgen, dass man dann eben doch sein Ziel nicht erreicht und möglichst wenig Punkte bekommt. Und dadurch, dass es halt irgendwie immer entscheidend ist, komme ich über eine Grenze oder nicht, ist es tatsächlich in jeder Runde spannend bis zum letzten Stich. Sehr schön ist auch, dass man die Spiellänge so ein bisschen variieren kann, je nachdem, was man als Spielziel angibt, also wie viele Siegpunkte man erreichen will, spielt man halt manchmal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Das ist sehr schön, wobei das Spiel auch jetzt bei der Standard Spieler Siegpunktezahl kein abendfüllendes Spiel ist, sondern man kann da locker flockig mehrere Runden wegspielen, hintereinander wegspielen. Ja, so viel zu Der Fuchs im Wald, ein Stichspiel für genau zwei Personen. Warum das Ganze übrigens Fuchs im Wald heißt, erschließt sich mir auch nicht so. Also es geht hier irgendwie um ein Märchen. Man kann sich auf der Homepage des Verlags dieses Märchen auch runterladen. Ich kannte dieses Märchen nicht und ganz ehrlich, dieses Thema ist auch sehr, sehr aufgesetzt und ich finde, das hätte auch jedes andere beliebige Thema sein können. Schaut es euch mal an, wenn ihr Stichspiele mögt, wenn ihr Probleme habt, eine Dreierrunde zusammenzubekommen und eher gerne mit einer Person spielt, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So viel von mir. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.